Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um ein Thema, was beim Chaos Computer Club, beim 34C3 ein Thema war. Und zwar die Angreifbarkeit von Ladesäulen. Ja, was steckt da dahinter? Natürlich ist es richtig, was die sagen, und es betrifft wohl auch alle Anbieter, die es so gibt. Denn es findet da im Moment eigentlich ja, mit diesen Karten keine Authentifizierung statt. Karten, die kennen wir ja, also das ist zum Beispiel die New Motion Card. So, haben wir es denn da? Oder was habe ich da noch? Ich habe da noch zum Beispiel den Plug Serving Stick. Ich glaube, der schaut jetzt ein bisschen anders aus, der Schlüsselanhänger. Und was haben wir noch? Noch eine Karte. Genau, die da haben wir noch. Die kriegt jeder Zoe-Besitzer. Die Renault MyZE-Card. Und was all diesen Karten gemein ist, ist die Tatsache, dass das ganz normale, stinknormale RFID-Karten sind. Und das Einzige, was der da macht, ist also ein Auslesen der RFID-Nummer und checkt dann gegen, ob die Karte halt registriert ist oder nicht. Mehr ist da nicht. Da findet keine weitere Authentifizierung statt, da findet kein, wie sagt man so schön, MFA statt, also quasi noch mit einem zweiten Device, das es bestätigt. Es gibt ja verschiedene Systeme. Das eine System ist ja auf SMS basiert, wobei ich, also wenn ich die Wahl hätte zwischen einer SMS-basierten und einer Token-generierten basierten Authentifizierung, würde ich das Letztere nehmen, denn SMS ist, und das wissen viele nicht, kein geschütztes Protokoll. Theoretisch kann jeder auf dem SMS-Kanal mitlesen. Also das muss man auch dazu sagen. Ne? Wissen bloß die wenigsten. Also SMS ist keine geschützte Verbindung, ist nicht verbindungssicher. Also da bitte die Finger weg, wer über SMS da das Ganze machen will. Leider gibt es halt manche Banken, die machen da dieses SMS-TAN. Ja, aber da haftet die Bank, ne? Nicht ich. Gott sei Dank. Ja, das heißt, Authentifizierung erfolgt nur mit dem RFID-Code und das war's. Dasselbe Problem haben wir aber auch mit der Visa-Karte oder mit der EC-Karte. Das ist genau dasselbe Spielchen mit diesen Wireless-Bezahlmöglichkeiten jetzt. Das ist genau dasselbe Spiel. Also da kann man auch theoretisch das ganze System hacken. Und das Ergebnis ist das gleiche. Ne? Also man kann da auch dann damit bezahlen, theoretisch, wenn man dann das auslesen kann. Ja. Was natürlich jetzt bei den Ladesäulen halt eben das Problem halt eben ist, wenn ich jetzt halt, ja, sage ich jetzt mal, ziemlich nah an einen hinkommen und ich weiß, der hat eine Ladekarte, dann brauche ich bloß vorbeigehen mit einem Kartenleser und kann mir die Karte auslesen, die Nummer. Und tja, dann habe ich die, kann ich kopieren, haue ich auf den Rolling drauf und es wird ja auch nicht kontrolliert. Also es ist im Prinzip so, als wenn ich jetzt zum Supermarkt an die Kasse gehe und mit dem Rolling bezahle, wo keine Unterschrift drauf ist, wo keine Nummer, wo einfach nur eine weiße Karte ist und so. Es kontrolliert ja auch keiner bei einer Ladesäule. Ist das tatsächlich der da vor der Ladesäule steht? Ja, was bleibt mir jetzt dann übrig? Muss ich beweisen, dass ich das nicht war? Ich meine, nein. Denn es ist ja nicht meine Schuld, dass die so ein, sage ich jetzt mal, einfaches und unsicheres Protokoll verwenden. Wenn ich jetzt also auf meiner Karten oder wenn ich eine Kartenabrechnung kriege und da heißt es dann plötzlich, Sie haben 600 Kilowattstunden in Timbuktu geladen, dann kann ich sagen, ja, da will man sehen, wie mit der Zoe da hinkommen. Ne? Also, ja, ich denke, da gibt es Möglichkeiten, das dann eben zu machen. Und
Bei TNM gibt es zum Beispiel in der App die Möglichkeit, dass man sich benachrichtigen lassen kann, sobald mit seiner Karte eben ein Ladevorgang gestartet wird. Funktioniert zwar meistens nicht so hundertprozentig, aber immerhin die Möglichkeit gibt es, und wenn ich dann so eine Benachrichtigung bekomme, dann kann ich ja darauf reagieren. Ne? Also solche Mechanismen müssen schon dann kommen. Auch wenn es jetzt ziemlich schwierig sein sollte, das Ganze halt dann umzustellen, dass das wirklich dann nicht kopierbar wäre, sollte man auf jeden Fall das mit diesem Multiple Device quasi auf alle Fälle machen, damit also da die Möglichkeit eines Missbrauchs eben nicht besteht. Ist das Ganze jetzt eine riesen Sicherheitslücke und müssen wir uns da Gedanken machen, sollen wir es nicht nutzen? Also ich sage jetzt mal im Moment nein, denn wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, die Sicherheitslücke oder das Problem liegt ja nicht bei mir, sondern es liegt ja beim Anbieter, der das unsichere Verfahren anbietet. Und da kann man mir ja keinen Vorwurf draus machen, wenn genauso ähnlich wie bei der EC-Karte hier jemand meinen Account hackt und da dann auf meine Kosten halt eben lädt. Was natürlich blöd ist, ist, wenn es halt hier in der Gegend ist. Ne? Also wenn jetzt halt einer hier in der Gegend jetzt das machen würde und würde dann mit meiner Karte laden wollen, das wäre natürlich blöd. Denn da müsste ich dann wahrscheinlich das beweisen müssen, dass ich das nicht gewesen bin. Ne? Tja. Ja. Ja, sei es drum. Diese Lücken bestehen, ja. Es ist bewusst, diese Sicherheitslücken. Und es ist ein gewisses Risiko, mit den Karten zu handhaben. Wer dieses Risiko minimieren will, der trägt halt die Karte vielleicht dann in einem kleinen faradäischen Käfig. Gibt es ja so, sage ich jetzt mal, Visitenkarten-Cases, die metallern sind. Da kann man sowas reintun. Und dann sollte das eigentlich das Risiko gering sein, dass einer einem das dann eben ausliest. Außer jemand hat jetzt halt die Ladesäule halt da manipuliert und kommt halt da direkt dran. Aber da ist dann auch kein Kraut dagegen gewachsen. Ne? Tja. Jo, so schaut's aus. Ja, Manipulation ist ein Thema. Sicherheit ist ein Thema. Und ich denke, da wird es in Zukunft noch das ein oder andere, die ein oder andere Verbesserung geben, wenn das Ganze mal breiter ausgerollt wird. Im Moment sehe ich jetzt da nicht so das Problem. Wir haben noch nicht so viele Fahrzeuge, dass das jetzt ein Problem wäre, denn derjenige müsste ja auch ein Elektroauto haben und ja, müsste das dann ja auch nutzen können. Und was man auch noch dazu sagen muss, jedes Fahrzeug, zumindest bei, ja, ich glaube bei CCS ist es der Fall, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob es bei Typ 2 auch ist, aber bei CCS ist es der Fall, dass die Fahrgestellnummer übermittelt wird. Gut, auch das kann man manipulieren, ne? Aber da könnte man dann zumindest mal nachvollziehen, welche Fahrzeuge denn damit der manipulierten Karte legalerweise eben laden. Tja, das zum Thema Manipulation. Großer Aufschrei, meiner Meinung nach. Ball flach halten, alles gut. Abonniert meinen Kanal, ansonsten Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.